Mir hat das Frühstück am Sonntag oder dieses Frühstück bei mir am Sonntag bei Ö3 mit der Matthäa, mit der österreichischen Künstlerin, sehr beschäftigt. Und zwar ging es da um den Auftritt bei dem Ukraine-Benefizkonzert von ihr. Und es war so, dass sie, kann sie im Internet dann nachschauen, sie hat einen blauen, dunkelblauen BH getragen und ein weißes Hemd, das offen war. Das heißt, man hat halt den BH gesehen, ihren Bauch, oben das Dekolleté hat man gesehen und der Rest war mit seinem weißen Hemd verhüllt. Und also vom Oberkörper her. Und das wurde dann in den Medien auch ja, debattiert, ob man so auf ein Benefizkonzert gehen kann, und es wurde als pietätlos, wurde sie bezeichnet. Und ich habe das auch, dieses Interview, ich habe diese Geschichte nicht mitgekriegt, ich habe nur am Sonntag dann diesen kurzen Teil im Radio gehört von dem Interview, und ich habe ihre Aussagen wirklich hammermäßig gefunden. Ich möchte das kurz sagen, und zwar ist sie eben wieder auf das angesprochen worden, dass sie da eben, das da geheißen hat, für irgendeiner anderen Person, irgendeiner Künstlerin oder irgendwem Prominenten, Matthäa packt deine Brüste weg, oder irgendwie so war diese Aussage. Und auf das wurde sie halt auch angesprochen wieder und hat sie gemeint, es ist so schlimm, dass Frauen immer nur sexualisiert werden und diskriminiert werden. Und sie hat meint, ja, wir Frauen sind immer noch zu bieder und zu freizügig, wir sind zu laut, wir sind zu schüchtern, wir sind zu dick, wir sind zu dünn. Und das beschreibt einfach wirklich das Gesellschaftsbild, finde ich, perfekt, weil es ist wirklich so, als Frau kannst du nie ein richtiges Maß an Weiblichkeit oder an ja, wurscht was. Es passt einfach selten. Und sie ist dann einfach nur mal gefragt worden, ja, wenn sie jetzt zum Beispiel am Donauinselfest mit dem Outfit ist, dann sagt keiner was, ne? Aber weil das halt ein Konzert war, ein Benefizkonzert mit politischer Message, und ob sie das da auch, also ob sie das nicht da unangebrachter findet oder ob sie das da. Und ich finde einfach, sie hat richtig gut reagiert, weil sie hat gefragt, was hat sie denn mit ihrem Körper gemacht? Und im Prinzip hat sie nichts gemacht. Sie hat weder für Aufregung gesorgt wegen irgendwelchen Bewegungen oder wegen sonst was. Sie hat einfach ihr Konzert gehalten und hat halt nur, unter Anführungszeichen, einen BH angehabt. Wobei sie hat eher ein Hemd, ein aufgeknöpftes drüber angehabt. Und sie hat sie dann auch noch gut, ja, leider verteidigen müssen, mehr oder weniger, weil sie einfach wieder darauf angesprochen wurde, ob sie das okay findet oder nicht. Und hat aber einen richtig guten Satz gesagt, nämlich 15 Minuten danach, nach ihrem Auftritt, hat Bilderbuch ein Konzert gegeben, und der Maurice hatte auch während dem Konzert dann das Hemd aufgeknöpft. Und man hat seine Nippel gesehen und man hat seinen ganzen Oberkörper gesehen. Und da möchte ich nochmal zitieren, was sie dann noch gesagt hat. Und zwar: Warum ist ein Frauenkörper ein Problem und ist das unangebracht oder unangebrachter als ein Mann oder ein Männerkörper? Und das findet sie immer noch peinlich, dass man das 2020, also 2022 darüber immer noch reden muss. Und ich habe das, mir hat das so bewegt und berührt, weil ich mir gedacht habe, es ist genau das, was die Gesellschaft widerspiegelt. Es ist so, dass Frauen immer nur wegen allem Möglichen diskriminiert werden oder sexualisiert werden, weil kein Mensch interessiert es, wenn ein Mann irgendwie anders angezogen ist. Oder es, ja, es ist einfach, und ich habe auch diesen Vergleich so gut gefunden, weil nur weil sie hat dann auch später nur mal gesagt, als Vergleich, gebracht, quasi Mädels, die einen kurzen Rock anhaben und angegrapscht werden auf der Straße, müssen sie immer nur verteidigen, dass sie das nicht gewollt, ob sie das nicht vielleicht gewollt haben, weil sie so angezogen waren. Und ich meine, das ist einfach lächerlich. Und ich finde es auch so schlimm, dass es das immer nur so ist. Und auch wenn eine Vergewaltigung passiert, die
Die Opfer müssen angeben, was sie angehabt haben. Das ist doch vollkommen egal, wenn jemand über meine Grenzen geht und wenn jemand etwas macht, was ich nicht möchte mit meinem Körper, dann ist es scheißegal, was ich angehabt habe. Und das finde ich echt erschreckend und das spiegelt einfach unser immer noch nicht gleichberechtigtes Gesellschaftsbild wider. Und sie hat dann auch noch gesagt später, also so quasi nur weil sie bei ihrer Darbietung, und ich meine, ihr Outfit gehört zu ihrer Darbietung, nur weil sie große Brüste hat, sei das pietätlos. Weil man, ich habe mir dann auch gedacht, ja, weil wahrscheinlich, wenn sie eine kleine Oberweite hat, wo halt nicht ein riesen Dekolleté ist, und sie hat vielleicht sogar noch einen Sport-BH, hätte sie angehabt, hätte kein Mensch wahrscheinlich was gesagt. Und ich meine, es ist einfach, ja, ich finde es irrsinnig spannend, darüber nachzudenken. Vor allem, was ist jetzt der Unterschied? Warum hat der mit seinem oberkörperfreien Hemd, also mit seinem offenen Hemd, nicht für Aufregen gesorgt, obwohl eine Frau, die aber eh einen BH angehabt hat, also nicht so, dass sie komplett nackt war am Oberkörper, einen BH anhatte und auch ihr offenes Hemd. Warum das für Aufregen sorgt und warum das pietätlos sein soll, aber der freie Männerkörper nicht. Und das ist echt wirklich traurig, dass das sowas immer wieder nur diskutiert wird und das. Ich fürchte, dass das noch wirklich, wirklich lange dauern wird, bis wir da irgendwie kleine Schritte in Richtung Gleichberechtigung machen. Aber trotzdem finde ich es umso wichtiger, dass man darüber redet und dass man sich selber darüber nachdenkt und selber darüber Gedanken macht, warum ist es so? Und warum, ja, ich habe mir dann nur darüber Gedanken gemacht und habe mir gedacht, im Prinzip ist es ja nur so, wenn ein Mann irgendwo oberkörperfrei im Sommer herumläuft, wurscht ob beim Strandbad oder im eigenen Garten oder beim Arbeiten, wenn es heiß ist. Ich meine, wir sind das gewohnt, weil wir das einfach öfter sehen. Und beim Frauenkörper, beim nackten Oberkörper, das sind wir einfach nur nicht gewohnt. Das ist alles. Weil wenn das eigentlich von der Vergangenheit so wäre, dass die Frauen einfach auch ganz selbstverständlich oberkörperfrei herumlaufen, dann würden wir diese Bilder tagtäglich sehen und dann wäre es einfach auch nichts Besonderes mehr. Dann wäre es einfach genau dasselbe. Aber es ist halt so, dass die Frauen gerade in anderen Ländern ja sie komplett verhüllen müssen, weil sie ja sonst ja den Männern quasi suggerieren könnten, dass sie willig sein, oder ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich finde es einfach ein sehr heikles Thema und sehr interessantes Thema. Und könnt ihr mir gern sagen, was ihr davon haltet, ob ihr auch findet, dass das viel zu wenig gleichberechtigt ist, heutzutage nur immer, oder ob sie wirklich auch findet, so wie diese Medien es breitgetreten haben, dass das absolutes No-Go ist für so ein Benefizkonzert, dass man da in einem BH auftritt. Würde mich interessieren.